The Definitive Edition. Weißt du, die Definitive Edition. Viel Spaß, ich bin sofort wieder Achtung, da. Achtung, Sie haben einen neuen Follower. Oh, Like a Dragon halt Infinite War. Da geben Sie einfach Vollgas. Das muss ich jetzt nicht runterladen. Aber so viel ist es auch nicht. Videos sehen und Werbung. Sollten eigentlich schon aktuell. Ah, hast du schon geändert, oder? Ah, ja, cool. Okay, cool. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön. Ich habe nur nicht nachgehackt. Okay, doki, doki. Yeah, boy. Aha, aha. A Rockstar North Game. GTA Vice City. Grand Theft Auto. Wir befinden uns in Vice City. Ja, ja, ja. Krasse Stadt, krasse Menschen, krasses Wetter, krasse Motorräder, krasse Tänze, krasse Flugzeuge, krasse Autos mit krassen Streifen drauf, die über krasse Brücken fahren und auf Frauen springen. Krasse Scherenschnitt-Silhouetten, krasse Helikopter, krasse Hochhaus-Silhouetten, krasse Schiffe im krassen Hafen, krasse Wasserflugzeuge, die in krasse Brücken knallen, krasse Sonnenbrillen, krasse Fortnite-Dances, krasse Yachten ohne Segel, krasse Ladies, krasser Sand, krasse Disco-Roller, ja Mann. Krasse Rasierklingen. Ja, Mann. Krasses Game. Jetzt geht's los. Ich freue mich schon. Chuck sagt, muss jetzt dann nochmal Reel schneiden. Ein bisschen geschlaucht. Mein kleines Katerchen macht mir die letzten Tage ein bisschen Sorgen. Deswegen komme ich erst jetzt zum Reel machen. For real? For real? Chucksy, ernsthaft? Krass am Einchecken, oder? Natürlich, natürlich. Kudunk, kudunk. Also das Bild ist scheiße. Das ist albern. Was soll das, oder? So sieht ein krasser Dude aus. Loading Bay. Oder Loading Day. Das ist Day, oder? Nur cool, einsammeln. Check. GTA Vice City. Vice City. Vice City. Okay, hey, Robert Silberberg, grüße dich. Krasse Scheiße, ja, genau. Also, was wir heute vorhaben, ist, ich möchte ganz gerne Rampages alle machen, möglichst viele. Und ich möchte gerne, Krankenwagenmissionen. Genau. Ich will die Krankenwagen-Mission machen. Was würdet ihr sagen? Don Zapdos würde ganz unten rechts anfangen mit den Rampages. Oder erstmal. Genau, weißt du, die Krankenwagen. Stimmt, das steht sogar im Streamtitel. Dankeschön. Danke, Rex. Also da würde ich halt jetzt so anfangen mit Krankenwagen-Mission. Ja. Wandertag Part 2. Nein? Heute dürfen wir tatsächlich mit dem Auto fahren. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt, wie es geht. Aber jetzt hole ich mir erstmal den Dr. Pepper. Retrologe, wo muss man denn für den Punktetausch fürs Video klicken? Hier im Chat geht das nicht. Doch, WeWave, Ausrufezeichen WeWave ist das Command. Und da kannst du den Punkt tauschen. Lieber Retrologe, Ausrufezeichen WeWave, aufs Döner-Symbol unten. Ah, genau, richtig, aufs Döner-Symbol. Genau, stimmt. Auf die Punkte unten klicken, genau. Und dann das einen auswählen, genau, da geht es richtig, stimmt. Danke, Mann. Voyage Base, hey, danke an Goa fürs Abo. Ah, hallo Voyage Base, grüß dich. Wo ist der Igel? Wo ist der Igel? Der wäre jetzt fast gekommen, oder? Der Igel war jetzt einfach weg. Chucks, der kam jetzt nicht, der Igel. Was ist denn jetzt passiert?
Also auf jeden Fall trotzdem. Trotzdem. Vielen Dank. Hier die Punkte eingelöst. Das kann ja wohl nicht sein. Pass auf, ich schau mal, ob ich den auch einlesen kann hier. Abklingzeit. Dass ich ihn für dich einlöse, hey. Ja, wo ist er denn? Schade, oder? Du schuldest mir 500 Döner. Ich hab's gehört, so ganz kurz. So. Und dann. Aber der Igel selber ist nicht gekommen. Ich mach ihn dir nochmal neu, oder? Da ist er, der Igel. Ja, der krasse Mettigel. Oder Käseigel. Du füllst mir 500 Döner. Genau. So, jetzt hole ich das, jetzt hole ich eine Dr. Pepper und dann starten wir los. Dann geht's rund. In den Arsch und in den Mund. Der Igel da, ja, absolut. Don Sapplus sagt, bei Krankenwagen kannst du bis zu 3 Personen mitnehmen. Also nicht immer zum Krankenhaus und zum Patient hin und her. Ja, das war ja auch in San Andreas so, dass ich 3 mitnehmen konnte. Bis zu 3 konnte ich mitnehmen in San Andreas. Problem ist nur, ich habe die immer wieder überfahren, aber es war dann auch egal. Die sind im Krankenhaus ausgestiegen und da habe ich sie dann überfahren. Weil die so blöd rumgehampelt sind. Oder? Okay, jetzt hol ich. Meine Mama hat zu mir gesagt, ich soll aufpassen mit Dr. Pepper, dass ich irgendwann Diabetes bekomme. Ich finde es schon ein bisschen übertrieben. Du könntest den GTA einen Klemmbausteine-Shop aufmachen. Geil, Bullenverbot. Du meinst mit Roleplay, oder? Hat deine Mama recht. Ich trinke doch maximal 2-3 Dosen am Tag. Also einen Liter Cola trinken viele Leute, oder? Man bekommt doch nicht Diabetes. Nur weil man sich was Gutes tut. So. Dafür esse ich zum Beispiel nie was Süßes. Ich esse keine Schokolade, ich esse keine Süßigkeiten, gar nichts in der Art. Meine einzige Sünde ist Dr. Pepper. Boah, und ich hab so Schritte gemacht. Ich habe gestern, Leute, ich habe so viele Schritte getan. Ich schau mal in meine Fitness-App rein, wenn ihr das wissen wollt, ja. Was ich unterwegs war. Ich bin heute 4,57 Kilometer gegangen. Digga, 5800 Schritte. Gestern 5900 Schritte. Ist krass, oder? Ich habe meine Ringe geschlossen, aber hallo. 240 Kalorien, ja. Hab mich viel bewegt, alles gut. Seid ihr eigentlich im September auch in Düsseldorf beim Boxkampf? Beim Boxkampf? Was für ein Boxkampf? Den Stefan Rapp-Boxkampf, oder? Du scheinst viel Zeit zu haben, ja. Ich war 10 Stunden unterwegs heute. Jackson zählt nicht, Stefan. Jackson? So. Ich esse auch nichts Süßes, nicht mal Obst mag ich. Dafür aber scharf und sauer. Ah, siehst du? Boah, du Hundesalon. Ich hole mir jetzt ein krasses Auto.
Den hole ich mir. Hey du! Hey du! Gib mir dein Auto. Vertrau mir, du willst keinen Ärger. Was gecheckt? Was? Klasse Karre, oder? Oh. Wow. Also den Stefan Raab-Boxkampf muss man auch nicht verstehen, oder? Nee. Den Scheiß schauen wir nicht an. Stefan, also das nächste Krankenhaus von dir ist quasi, wenn du von Starfish Island auf die linke Insel kommst, direkt über die Straße an der Kreuzung. Okay, krass. Starfish Island auf die linke Insel, direkt über die Straße die Kreuzung. Starfish Island, das muss ja dann eigentlich hier sein. Das ist Spital. West Haven Community Healthcare Center. Da ist er her. Da ist er her. Stimmt, ja genau. Da ist auch immer das Herz. Das Herz ist wegen Gesundheit. Okay, und wo ist jetzt Krankenwagen? Hier ist nichts. Das ist nur eine Reha. Das ist nur eine Reha. Schau, da liegen so die Kranken vor der Tür rum. Da liegt ein toter Kopf, Alter. Das waren böse. Die haben es verdient. Krankenhaus ist beim Anwalt, ey. Nee. Wo ist denn der Anwalt überhaupt? Hey. Lass mich in Ruhe hier, Brudi. Oh, hier ist eine Rampage. Der folgt mir einfach. Sir, you must stop now. Und was ist, wenn nicht? Jetzt habe ich ihn abgehängt. Vergesau. So, jetzt gehe ich mal. So. Oder von deiner Pizzeria nördlich an der nächsten Ecke. Quasi, warte. Warte. Hier. Oder? Das ist schon ganz schön weit. Das ist mir zu weit, persönlich. Aber gut. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Taxi dahin? What the? Wer schießt denn auf mich? Ist das ein Cop da? Jetzt läuft er weg, die feige Sau. Was wollt ihr jetzt? Schau mal, kümmert euch mal um das Gangstertum da. Könnt ihr mich mal beschützen, Freund und Helfer? I will fuse your finger to my gun.
Digga. Hä, das sind mal Cops, oder? Danke für gar nichts. Digga. Alter, echt, ey. Alter, echt. Ich glaube, ich lasse mich lieber töten. Ich glaube, ich lasse mich lieber töten, da komme ich schneller zum Krankenhaus. Taxifahrer voller Badass, oder? Was der sich traut. Also, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber für mich sieht es auch aus wie ein Krankenhaus da, dieses Gebäude. Ach so, du meinst, ich kann welche töten und dann kommt ein Krankenwagen angefahren oder wie? Du meinst, ich soll mich mit meinem Raketenwerfer umbringen? Ja, wo ist jetzt hier Krankenwagen? Nix, oder? Lächerlich. Die Reaktionszeit ist wirklich unter aller Sau. Also, ich nehme jetzt ein Auto. Entschuldigung, darf ich bei Ihnen als Beifahrer? Okay, na gut, dann nehme ich halt das Auto. Auf geht's! Oh, sorry. In GTA 3 kommt sofort die Ambulance. Okay. Digga! Eine geile Bemalung. Ach so, ist der Motor. Okay. Der kommt nur bei Zivilisten. Entschuldigung. Oh, hinten sitzt auch einer drin. Hey, servus Eispol, du geiler Typ. Wie geht's dir mal lieber? Oh, da geht's nicht weiter. Hundesalons. Hier geht's durch, oder? Auch nicht. So, und da oben ist ein Hospital, sagst du. Ich bin auch dumm, ich suche nur nach Hospital. Ich könnte eigentlich auch nach Krankenwagen suchen. Das ist ein Apartment-Building, oder? Okay. Wo ist das Krankenhaus? Also ich sehe keins. Guten Abend, Max Wuppertal. Grüße dich. Servus.
Wenn dann. Schon auf der Straße, oder? Echt, ich bin vorbei. Allein von der Architecture her. Da leuchtet was. Sag mal, wo ist ein scheiß Krankenhaus? Healthcare, da sind wir. Sehr schön. So. So, was ist eigentlich hier? Finden wir hier noch vielleicht noch ein verstecktes Päckchen? Jawohl, siehste? Siehste? Ich bin echt so gut, ey. Ich bin so gut. So, drücke Pfeil nach oben, um Krankenwagenmissionen zu aktivieren. Fahre die Patienten vorsichtig in die Klinik. Jede erschüttert. Okay, krass. Level 1. Nudelbuden. Oder Nudelbuden. Jetzt muss ich einen Patienten finden, oder? Die sind halt am Arsch der Heide wahrscheinlich, oder? Ich muss Level 12 erreichen, am Stück. Ja. Also du meinst so ähnlich wie in San Andreas, oder? Aber wieso sind die so weit weg? Das ist schon mies, dass sie so weit weg sind, oder? Du bekamst ein Päckchen-Expert. Hey, du armer Patient. Steig ein. Er steht vor einer Blutlache. Jo, Bruder, danke für dein Abo. Und du hast Glück gehabt, ja? Weil heute eigentlich nur Gäste. Nee, nur Gästeliste. Jimmy the Tulip, dankeschön. Fettes Merci, Digga. Danke für dein Abo. Ehrengender. Jimmy the Tulip. 6 Monate, auch nice, Alter. Ein geiler Name, Jimmy the Tulip. Oh, ficken. Entschuldigung. Leute. Okay, ich mache einfach Dings an. Ich darf keine Erschütterungen haben. So. Alright. So. Nächste. Patients. Mach hier die krassen Patientenverfügungen, Digga. Oh, wo sind die? Am Flughafen oder wo? Ist ja mies. Sind ja voll weit weg. Wie soll das gehen, das alles zu schaffen? Mal kurz auf die Map gucken. Ohne Scheiß, das soll ich schaffen in der kurzen Zeit? Okay. Das ist ja richtig heftig. Hallo Simon, grüße dich mal lieber. Tag auch. Du kriegst Zeit, wenn du den Patienten aufsammelst. Ja, okay, stimmt. Dann sammelt man das so ein bisschen, ne? Okay. Hier, oder? Ne, der nächste erst. Okay, krass. Pavelic, grüße dich.
Dicker. Da hoch. Bin ich vielleicht eins zu weit gefahren? Wie viele Leute man immer tot fährt auf der Suche nach Patienten? Ist das auch so in real life? Yo, danke für dein Follow. Also die sind schon weit weg. Gehabt. Du bist gerade noch reingekommen. Ganz ehrlich. Weil wir sind eigentlich voll. Komm. Karl Mathe. Der Flughafen gehört zu Little Havana Krankenhaus. Das ist auf jeden Fall Unsinn. Es ist voll Unsinn. Na toll. Jetzt bekomme ich auch noch einen Stern. Okay. Steig einmal lieber. Plus 126 Sekunden. Das ist auch nicht die Welt, ne? Aber da kann ich auf jeden Fall irgendwo rüberschneiden. Shit. Alter Verwalter. Stern, der seinen Narben trägt, genau. Kurz mal checken. Und jetzt muss ich dann da hoch. Okay, fahre ich einfach ganz vor auf die Hauptstraße, ne? Du Hund! Lass es das Ding an. Ich muss durch, Leute! Wir sind auf einer krassen Krankenmission. Lass mir den kranken Freak Stefan durch. Shit. Feuerwehr ist viel, hält viel aus, die kann man aus dem Weg rennen. Ist auch geil sowas. Hätte ich vorher schon abbiegen müssen. Komme ich da durch? Nee. Steig ein, Mann! Es geht um Leben und. Die sind immer so dumm! Die sind so dumm, die Patienten! Ja, Mann. Fuck this, ey. Fahr die Patienten vorsichtig in die Klinik. Also bei San Andreas konnte man die totfahren, wie man lustig war. Mal den Wagen neu im Autohaus, ja. Demnächst mache ich das, ja. Wie sowas einfach nur passieren kann, oder? Gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Oh oh, Punkte auf dem Monitor. Hoffentlich macht die Grafikkarte keine Faxen. Auf einem von drei. Auf einem von drei. Auf dem OBS-Monitor. Aber das hatte ich schon öfter mal, wenn er abgeschmiert ist.
Maus war dann auch weg und so. So. Der ist abgegeben. Beste GTA, San Andreas. Digga! Habt ihr es gesehen? Was ist ein Depp, oder? Bin ich wieder da? Ich bin schon wieder da, oder? Ah, shit. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Where am I? Nothing feels right. Nothing feels right. Ich fahr Hauptstraße, hilft dir nichts. Geh weg, du Hundesalon. Boah, das wird richtig anstrengend. Wie kann man Patienten einsammeln, ohne dass sie sich selbst töten? Immer das Gleiche. Stahlknabe hat sich aus der Jugend ausgesperrt, der Jugend seit aus der Wohnung ausgesperrt, aus der Jugend schon seit Jahren. Der Jugend sei Dank. Der läuft noch zu mir, ja. Ich hätte ihn einfach. Ja, Mann. Ich hätte einfach nicht zurückfahren sollen. Das ist mir jetzt zweimal schon passiert. Digga, magst du mir einfach mal... Sowas heißt es natürlich nicht an. Ach, Mann. Was ist, wenn ich in der Mission bin? Dann ist er nicht heiß, weil dann bin ich ja legitimiert. Macht er nicht. Und macht er das in meinem Autohaus? Oh krass, neuer Follower! Oh krass! C-Nation Number One! Oh, nice Jump. Kann bei Stefan Rapp Turmspringen mitmachen. Hey, schon wieder neuer Follower. Junge. Hey, wo die alle herkommen, krass. Down, was geht ab, ey? Dankeschön für den Follow. Kindheitsheld. Dankeschön, lieber Downey. Komm schon. Ach, einfach in die Garage stellen, oder? Einfach in die Garage stellen. Auch einer von meinen Kindheitszeiten. Leben Super Ricci und Ali G. Ah, so geht. Ich will auch so eine Garage haben. Okay.
Wie Verbrecherwerkstatt. Ich habe total seriöse Werkstatt hier. Clever, Lust. Ja, den Tipp habe ich ja von euch. Also, Spezialmission starten. Fahre die Patienten vorsichtig in die Klinik. Jede Erschütterung mindert ihre Überlebenschance. Dann schauen wir auf die Map. Wo ist der Patient? Da unten. Patient X. So. Den ersten haben wir gleich. Weh, der überlässt sich zu überfahren. Okay, der ist eingestiegen, korrekt. So. So, der nächste ist. Achso, den muss ich jetzt erstmal. Ah, den muss ich jetzt nach Little Havana ins Krankenhaus fahren, das ist korrekt. Das ist machbar, Frau Nachbar. Entschuldigung. Fliegt schon wieder eine Motorhaube weg. Es geht so schnell. Ich muss jemanden ins Krankenhaus bringen. Weh, du springst jetzt unter das Auto, ey. So, der nächste ist da hinten. Ist ja einigermaßen erreichbar, oder? Ach, come on. Give me a break. Ah, Junge. Steig ein, Mann. Yes. Jetzt aber ein bisschen Gas hier. Ja, ich komme schon. Aber viel Zeit geben die mir nicht. Gerettet. Das ist schon, ja. Heftigkeit. Heftigkeit, ich höre dir trapsen, wa? Junge. Move it or lose it, Ball. Si, claro. Ah, oh, mies, diese Poller. Oh, Junge. Boah. Hundesalon, warte, lass auf die Map schauen. Da ist der nächste. Was für Stunt, habt ihr gesehen? Nächster ist. Nein, da hinterm Flughafen. Oh, ficken. Kann ich über die Wiese fahren? Nee. Muss hier wenden. Aus der Bahn! Ich bin krasse Rettungsmission.
Aber das ist echt alles andere als easy. Ohne Scheiß, hey. Komme ich da hinten durch? So. Nein, Alter, nein, darum. Wie, was? Da unten. Ficken. Weiter. Okay. Alter Verwalter. Das ist ja fast nicht machbar. Scheiße, Alter. Die Tür hinten ist auf. Schon geradeaus weiter erstmal. Bruder! Okay, 2 Minuten habe ich noch. Aber die gehen auch schneller rum, als man denkt. Geil, Krankenwagenfahrer ist schon nice, oder? Patientenpurzel hinten raus bei offener Tür. Krass. Kurz mal durchschnaufen, hey. Okay. Überblick. Okay, also da oben ist einer. Der geht ja richtig schnell. Da muss ich da runter und wieder runter zum Flughafen. Und da unten auch noch. Aber ich kann doch nur 3 einladen, oder? Dann fahre ich jetzt die Südroute. Dann fahre ich jetzt die Südroute runter. Da hilft ja nichts. Den anderen, den lade ich auf dem Rückweg ein. Den lade ich auf dem Rückweg ein, Leute. Shit, hätte ich jetzt da abbiegen müssen. Holla. Alter. Hör mal auf, ihr Spinner. Stehen die immer da unten? Immer der gleiche Spot oder was? Aber dass wir dieses Lelo Lelo Geräusch haben, das ist so übel. Das ist so übel geil. Ah, so krank einfach. Fire in the hole! So, einen haben wir schon. Bloß nicht überfahren den Bro. 2. Und ist auf dem Hochweg den 3. Later, 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 later.
So. Warum haben wir einfach den geilsten Stream, ey? Es ist so bekloppt. Steigt aus, lass ihn nicht mehr fahren. Okay, und jetzt der dritte ist nochmal wo? Da oben. Und dann fährt er mir auch noch in die Seite rein. Dann fährt er mir auch noch in die Seite rein. Unfassbar. Unfassbar einfach. Ja, ich spinne doch einfach. Bro, steh auf. Alles ist gut. Komm, steh auf. Komm. Du Depp, du Depp, du Depp, du Depp, du Depp, du. Alter, Gott sei Dank ist wieder aufgestanden, der Typ, ey. Junge. Manchen Stress brauchst du einfach nicht, oder? Hey, schon wieder neuer Follower. Was? Hey, wieder neuer Follower? Wo die alle herkommen, Babrick, dankeschön, Babrick TV. Hallöchen, Löchen, Löchen, Löchen. Ja, der Andy Ball ist auch da. Und das Cyber Mike. So, Level 5. Okay. Direkt zurück und da lang. Eine Minute nur noch. Steig ein. Wieder! Du Depp, steig ein! Das kostet Geld, Zeit. Zeit ist dünner. Nein! Einer? Fahr Beifahrer, Beifahrerseite. Zwei. Drei. Viel Zeitbonus gibt es nicht. Lass ihn doch mal rumeiern, ja. Fuck you. Bro. Wo muss ich jetzt hin? Sag nicht wieder ganz runter. Sag nicht wieder ganz runter. Immer die gleichen Stellen oder was? Oder auch mal neue Stellen? Alter. Hey, Bonnie! Gerade jetzt, oder was? Gerade jetzt, verliebt. Gerade jetzt. So, zurückfahren. Auf das Dings Island. Steig ein, Mann. 35 Sekunden. Fuck you, ey. Starfish Island. Starfish kann ich jemandem erzählen. Starfish Island. Starfish kann ich hinfahren. Bruderspersonen, ey. Brudis und Schwestis. Okay, das war jetzt ein kürzerer Weg. Kann man ein bisschen Zeit gut machen oder so? Okay, was haben wir jetzt? Strategie, wir brauchen... Ab jetzt ist echt Strategie angesagt.
Okay, einer hier. Hinterm Flughafen wieder. Nee, da drüben. Nee. Warum fährst du ohne Signal? Ist doch eine Rettungsmission. Ja, das nervt ja auch, oder? Ich werde, also dann, wenn Verkehr ist, mache ich immer an. Ich meine, theoretisch kann ich den holen und abgeben, bevor ich eine große Schleife fahre. Das mache ich jetzt mal. Den hole ich jetzt einfach, lade ihn ein und fahre sofort wieder zurück. Du Depp, steig ein! Ich hasse euch Idioten. Idiota. Die normalen Leute, hey, ist richtig. So, Starfish einen rüber, oder? Ah, nee, und dann da rechts runter. Oh, dein Nacken, Digga! Boah, was bist du für ein krasser Ehrenmann? Was bleibt mir übrig? Was bleibt mir übrig? Ja, oder Ehrenfrau halt. So krass, man weiß heute gar nicht. Was? Ist voll krass. Der Raid One hat ein Abo verschenkt. Dankeschön. An den Raitex, damit er auch Sounds machen kann, oder wie? Geiler Scheiß, Mann, geiler Scheiß. Aber vielleicht bringt der auch ordentlich Zeit, wenn ich den jetzt hole da unten. Wo ist er? Jetzt da vorne links, okay. Ihr crazy motherfuckers, ey. Genau hier rechts. Ah! Bloß keine Erschütterungen. Weiß ich schon. Boah, das war knapp. Und jetzt umdrehen auf jeden Fall. Zurück über die Brücke. Was ist denn mit euch los? Herzlich willkommen! Ehre genommen. Du hast geredet. Oi da! Ah! Bravestar! Nee, wie krass, der krasse Bravestar! Ey, vielen krassen Dank, du Lieber! Ja, hey! Da siehst du mal, du hast wahrscheinlich voll entspannt geangelt, oder? Und ich hier einfach... Und ich voll im Stress. Wie geht's? Und vielen Dank für den Raid an den krassen Bravestar. Schmeißen Sie die Fahrkarte aus dem Fenster und saufen Sie draußen am Wagen mit dir. 100 Bitcoin. Leute, lasst den Bravestar ein Follow da. Sehr, sehr geiler Typ. Sehr, sehr geiler. Check it out. Hier, was geht denn? Check it out. Wir haben Abo reinbekommen. Steh auf. Steh auf. Protesto Klops. Jetzt geht's so ab, ey. Danke für dein Abo, Testo Klops. Fettes Merci. Danke. Liebe geht raus. Danke für euren Support, Leute. Wie geht's dir, Bravestar? Alles stabil? You stupid. I cannot have a Erschütterung, you know? Know what I'm saying? Amigo, Amazon. Wo ist Krankenhaus? Ist doch hier, oder? Da, ja. Okay. So. Jetzt wird's lustig hier schon, oder? Okay. Jetzt geht's voll durcheinander. Ey, was? Sabo Mike. Danke, Mann, Cyber Mike. Ey, danke für deine Abo-Verlängerung. Hey, Mini-Coupé ist auch da. Willst du das Klingelton haben?
Schack sie dann Haus als Klingelton auf unser Discord drauf. Hey. Hau das als Klingelton auf unseren Discord. Das ist eine geile Idee. Das ist eine richtig geile Idee. Jetzt muss ich, warte. Jetzt fahre ich die Südroute, oder? Ich fahre die Südroute. Gerettet und gleich wieder überfahren. Wie geht es dem Erkan? Dem Erkan geht's gut. Der ist heute safe in Germany gelandet. Ich weiß gar nicht, was er heute macht. Vielleicht geht er ins Schumanns oder sowas. Schaut mal wieder bei den Important Places vorbei. Sich mal wieder blicken lassen in Almantown. In Kartoffelstadt. In Weißwurststadt. Brezen City, Munich, Downtown. Da gibt es die besten Tussis und den krassesten Sound. Steig ein, steig ein, steig ein. Du Depp, steig halt ein. Ich hab doch nichts gemacht. Warum rennen die immer so? Ach Gott, ey. Dumme Hurensöhne, ey. Kurz auf die Map. Wie viel Zeit habe ich? 3 Minuten. Dann kann ich tatsächlich. Dann kann ich die Flughafentangente fahren. Ich kann die Kurve fahren. Ich mach das jetzt. Oh! Ist doch richtig, oder? Nein, ich muss zurück. Ich muss zurück, oder? Ich muss zurück. Scheiße, Mann. Oh, mies. Bruder. Mit dem Krankenwagen abholen lassen ist auf jeden Fall Selbstmord. Ja, Mann. Aber gute Reaktionszeit, weißt du? Das ist das Wichtigste. Ob du es überlebst, steht auf einem komplett anderen Blatt. Und es gibt natürlich auch noch ordentlich Tode in der näheren Nachbarschaft. Aber hey, das nennt man Casualties. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Excuse me? Wir haben 2024. Die Grünen sind schuld. Oh, jetzt regnet es auch noch. Na toll. Sicherheitsabstand. Er rennt mir wieder in den Radkasten rein. Voll Honk, ey. Unfassbar. Wäre geil, wenn man einfach jumpen könnte im Krankenwagen. Über das Wasser drüber oder so. Mach mal Rettungsgasse, ihr Honks. Wahnsinn. Alter, ey. Was soll jetzt noch passieren? Regen. Mach die Straßen noch ein bisschen rutschig. Kein Problem. Rudi. Aber ich konnte mir jetzt ein kleines Zeitpolster holen. Das war jetzt gar nicht schlecht, glaube ich. So schlecht war es jetzt nicht. Junge, 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 Junge. Also da oben 2 und einen auf Starfish Island. Dann wieder dahinter ein Flughafen. Leute, gibt es eigentlich hier eine Abkürzung? Dadurch, das wäre so viel wert, weißt du? Aber ich glaube es nicht. Wenn es da eine Abkürzung gäbe. Erkan Stefan, 2 Legenden, ja, Mann.
Dankeschön, Dankeschön, lieber Rinex. Zoom weiter raus. Nett, dass da noch einer ist. Ja. Da oben ist keiner mehr. Das ist andere Krankenhauszuständigkeitsbereich. Hier ist auch niemand. Ich habe quasi die Südroute mit zwei. Und da kann ich den noch mitnehmen auf dem Rückweg. Die Nordroute und die Flughafenroute. Aber Bus, wenn die Pflanzen sind, die haben heute ihre Köpfchen rausgesteckt schon. Rüberjumpen, das weiß ich nicht. Ich will es halt nicht probieren. Warum seid ihr solche dummen... Nein! Jetzt bin ich auch noch wanted. Kann ich... Was habe ich denn getan? Ich habe nichts getan. Hey, get back here. Ja. Fuck you guys, ey. Tommy Vercetti walks right here. Are we super separated? Das ist nicht zu fassen, oder? Ich war so weit. That will teach you. Das ist gemein, oder? Du kannst auch nicht speichern. Fuck einfach. Das ist echt mies, oder? Ja, Mist. Ich bin echt traurig jetzt. Ja. So eine Gemeinheit. So eine Gemeinheit. Vor allem, ich habe echt nichts gemacht. 12 Level muss man schaffen im Krankenhaus. Einfach mal Danke gesagt für dieses krasse Abo, du Ehrenperson. Hey, danke lieber Lucky für den Trost. Das ist aber nett. Oh. Nicht weinen. Ich weine. Ja, Mann. Da steht sogar als Tipp, man soll die Türen entfernen, damit die Leute schneller einsteigen. Haha, und der Krankenwagen hält länger. Was? In einer Mission und geht nicht so schnell kaputt. Die Türen entfernen. Wie soll ich die Türen denn entfernen können, Don Zapdos? Einfach abfahren, oder was? Das hast du dreimal schon geschrieben. Aber danke. Ja. Unfall bauen. Ja, ich will den Krankenwagen ja nicht kaputt machen. Das ist ja auch so ein Ding. Muss ich erstmal wieder einen Krankenwagen finden. Pff, Dreck. Deswegen Boxen. Was meinst du mit Boxen? Raid 1. Gegen die Tür boxen oder was? Nicht im Bein, was glaubst du, wie das der Zieleine gefallen würde? Ja, stimmt, die Zieleine lacht mich aus. Ja, wegen Delay ist es für mich mal sehr schwer herauszufinden, wovon ihr sprecht. Es wäre immer hilfreich, wenn ihr so ein bisschen so einen Bezug noch irgendwie mit einbaut. Aber ich muss mich echt auf die Straße konzentrieren. So. Wir geben nur Tipps. Ja, das macht ihr auch gut. So. Also. Kann ich den Krankenwagen in einer von meinen Garagen speichern? Ey, Obacht geben, länger leben.
Geht. Okay. Dann mache ich das nämlich. Dann fahre ich den jetzt nämlich runter. Also da unten war es schon okay. Pass auf, du Hundesalon. Was soll die Scheiße, Mann? Ich schicke dann... Warte. Sorry. Abkürzung. Fuck you guys. Ui, da. Dann muss ich den nicht jedes Mal holen. Dann haue ich jetzt den in meine Garage rein. Ist hier, oder? Nee, noch weiter. Nach der Kirche rechts. Nach der Kirche rechts. War das schon die Kirche? Bin ich schon vorbeigefahren bei der Kirche. Ich bin Depp. Hier geht's rein. Sorry! So. Get off the road, old man. Bitte mit mir reden. Woher wissen die, dass ich alt bin? So. Kann man da irgendwie die Tür wegmachen? Nee. Geht nicht. Bruder braucht Navi. Ja. Also jetzt repair ich den erstmal. Stabil. Ah ne, muss Garage. Okay. So. Speicher. War es City oder San Andreas? Schwer zu sagen, also sind beide geil einfach. Wirklich, ich will mich da gar nicht entscheiden. Türen bekommst du mit der Kettensäge ab. Ernsthaft jetzt? Gespeichert. Er mag Vice City. Habe ich Kettensäge? Nee, Machete vielleicht. Nee, mit Machete geht nicht. Ja, gut. Nein. Okay. Also, das Spiel ist gespeichert. Ich habe einen Krankenwagen frisch in meiner eigenen Garage, wenn ich ihn brauche. Falls ich jetzt quasi sterbe, lade ich hier wieder. GTA 6 soll auch geil sein. Ja, ja, wir haben es schon durchgespielt. Wir hatten eine Demo. Und Krankenwagenmission. Wo ist der erste Patient? Da, ohne. Let's go. Patient Nummer 1. Wird 1 gesammelt. Aber dass die Cops einen auch verhaften können, nur weil man irgendwie falsch gefahren ist, in krasse Missionen. Das ist schon mies. So. Also ich habe kein GTA 2 gespielt. Ne, noch nie. Ich hatte bis vor kurzem immer nur GTA 5.
Da habe ich mir gedacht, jetzt spielst du mal das Vierer. Und dann bin ich zu San Andreas und jetzt spiele ich Vice City. Okay, jetzt beginnt Level 2. Rüber nach Island. Wie heißt es nochmal? Und dann darunter. Starfish Island. Starfish. Ja, Starfish. Lars Dreier, grüße dich. Wie geht's dir? Dezent im Lurk. Klar, Mann. Hau rein, Mann. Nächste ist darunter. Okay, machen wir. Machen wir. Kein Problem. Cyber Mike hat es auch gespielt. Also das Einser möchte ich nicht spielen. So dieses Top-Down-Gucken und so, das finde ich ein bisschen langweilig. Auch das Autofahren stelle ich mir saublöd vor in so einem Viereck-Dings da von oben. Steig ein, komm. Wird dann Zeit abgezogen, wenn ich irgendwo reinfahre, oder? Wenn ich jemanden ramme. GTA 2 ist auch von oben. Hoppala. Okay. Also, wieder Starfish Island. Und dann diese Flughafennummer. Polizeimission habe ich noch nicht, ne? Schlechter als jetzt wieder noch nicht. Blue Eyes. Sag mal. Habe ich mich schon beim Lucky bedankt für das Abo? Vielen lieben Dank, Lucky. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Aber fettes Merci, Simon. Oh krass, neuer Follower. Wunder M. Engel, danke für dein Follow. Hallöchen. Mich doch geht in Luck. Stefans neuer Film, weißt du die Teil 1? Ja, das taugt dir, oder? Kann ich da hinten quer durch? Das ist halt die Frage. In Viceport soll es am einfachsten sein, die Mission zu schaffen. Das ist auch eine krasse Info, ja? Das können wir versuchen, wenn ich hier nicht weiterkomme. Den liefere ich jetzt direkt ab. Hey, AB Elbkos, grüße dich mal lieber. Und jetzt diese Drecksflughafenecke. Die Frage ist halt, kann ich da abkürzen? Und ich weiß es nicht. Und ich traue es mir jetzt einfach nicht so auf blöd zu probieren, weißt du? Ah, eins zu weit gefahren, oder? Nee, passt schon. Oh, fuck you, ey. Fuck you. Later. Komm. Boah. Weißport ist die Gegend, wo die Bootswerft ist. Ist auf der linken Insel auch, oder? Und da ist es einfacher. Ist er eingestiegen? Der ist da vorne erst. Fuck. Ich bin so ein Depp.
Ah, nein, nein, nein! Ein Patient hatte eingeladen, 40 überfahren. Das ist so räudig, ey. Fuck this, fuck, fuck this. Jetzt schau mal, ich bin jetzt gerade zufällig hier. Ich könnte eventuell theoretisch hier rüber crossen und da hoch. Ja, das geht. Das geht. Das geht. Aber hier. Ja. Dadurch. Das geht. Es geht, Leute. Das ist die Straße hier. Vielleicht geht's aber auch. Warte, ich komme da drüber. Hier geht's ja nicht durch. Hier, scheiße, das ist die einzige Lücke hier. Das ist die einzige Lücke hier. Auf den Wagen in stabile Seitenlage. Das habe ich lange geübt. Den Wagen in stabile Seitenlage. Okay. Jetzt spiel einfach nur laden. Gute Nacht, lieber Rex. Danke, dass du da warst. So, ich hole die Karre aus meiner Garage raus und starte mir die Krankenwagen-Mission. Ich wollte nur mal Danke sagen für meinen kranken Wagen. Blubber, blubber. Blubber, blubber. 5 Euro weg. Okay. So. Hier geht's los. Wo soll ich hin? Starfish Island. Okay, mach ich. Kein Ding. Sein Ziel 500. Genau, Mann. Einer der geilsten Songs. Ist übrigens Grönemeyer, oder? Ist das nicht der Mambo-Song oder so? Patient Nummer 1. Jetzt aber schnell, ey. Jetzt aber schnell. Was? Blue Eyes geht mal eben bügeln? Blue Eyes ist eine richtige Frau. Das ist schon krass. Das ist echt bügeln und so. Das ist schon krass. Die kann. Hallo, Lena Kaiser! Müller sagt, wieder 34 Patienten umgefahren. Ja, aber wichtig ist, dass die im Leben bleiben, die ich retten muss. Nein, es ist einfach, ich muss einfach selbst mir Patienten schaffen. Kurz mal gucken, wohin muss ich jetzt? Ich muss jetzt da runter in den Süden. Diese Schweine. Aber ich passe natürlich auf, dass ich keinen Scheiß baue. Ist versprochen.
Hey, ab in den Süden, der Sonne entgegen, die Leute überfahren im Krankenwagen. Komm schon. Hopp, 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 hopp. Das ist Level 3, oder? Hab ihn. Plus 57 läuft bei mir. Läuft. Tote kannst du nicht mehr retten. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Aber das, ich kann dann die Leute retten, die von dem Tod erfahren haben und sagen, oh mein Gott, Herzinfarkt und so. Und dann kann ich die holen. Ich spiele über Bande, weißt du. Nein! Okay, wohin jetzt? Hallo, Ramsey Hartmann. Hallo, Ramsey Hartmann. Wie geht's dir? Wo ist die Zieleine? Die ist über der Brücke. Bei unseren 7 Kindern. Neue Mission, okay. Bei den Überfahrenen einfach sagen, sorry, Mission ist wichtiger. Natürlich, natürlich. Also da ist ein Flughafen, Heini. Den könnte ich jetzt tatsächlich holen. Das mache ich jetzt einfach, oder? Den hole ich jetzt einfach. Und dann fahre ich jetzt einfach da einmal so rum. Yo, danke für dein Follow. Ja, du hast Glück gehabt. Theoretisch müsste es jetzt gehen. Wir sind eigentlich voll. Ah, falsche Ecke. Fuck, 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 fuck. Falsche Ecke. Geht weg da. Ich habe eine Mission. Ich muss Menschen retten. Ich fahre euch tot. Ich sag's euch. Ich fahre euch tot. So, jetzt hier durch. Krass. Oh, okay. Und dann da hoch. Yeah, boy. Aber ich glaube, das... Ah, shit. Und dann? Ah, fuck. Ja, suboptimal. Das ist es noch nicht. Das ist es noch nicht, Leute. Shit. Junge, hey, das ist hier Rot-Weiß City, ey. Fuck you, Cops. Ich hab dann... Warum? Jetzt shooten die auf meine Reifen, die Hunde. Das gibt's nicht. Das kann doch wohl nicht sein. Die shooten auf meine Reifen. Einfach so. Das hab gar nichts gemacht. Reparieren sie sich jetzt wieder? Ich glaube nicht, oder? Ey, danke, ey. Ey, danke. Das braucht kein Mensch. Stern ist wenigstens weg. Ey, so kann man doch nicht Menschen retten. Leute, so kann ich doch keine Menschen retten. Wie stellt ihr euch das vor? Okay, jetzt hier Kamikaze-Aktion. Aber vielleicht klappt's ja.
Ah, geht nicht. Geht nicht. Na gut. Ich dachte, ich kann richten, aber in dem Augenblick, wo ich aussteige, wird es auf null. Aber ich hätte sie eh knicken können. Stefan, ich glaube, der Reifen ist platt. Die scheiß Cops, ey. Was für eine Minusaktion, ey. Aber es ist immer das Game, was mich fickt. Also, dann probieren wir jetzt die andere Route. Und habt ihr gesagt, hier im Süden, beim Schiffs-, beim Bootsjacht, wie alt, oder was? Hier unten. Raid One hatte gerade Wadenkrampf, hätte fast Dr. Lust gebraucht mit Krankenwagen. Alter, echt, Wadenkrampf ist mies. Andere Insel. Weil hier unten ist ja kein Boots... das ist ja nicht mein... Das ist schon meine Bootswerft hier. Soll ich an... Ich fahr jetzt mal andere Insel. Meint ihr echt, dass die einfacher ist? Ja, so wie bei San Andreas. Das war einfach... In dem Kaff, wo die ganzen Camper waren, war es einfach easier. Okay, dann fahre ich jetzt auf die andere Insel und fahre ein bisschen weiter so nach rechts, so gefühlt. Das sind aber auch ganz schön schmale Straßen hier. Okay, also. Jetzt starten wir die Mission. Fahr die Patienten vor, sie die in die Klinik. Ja. Let's go. So. Aber je kürzer die Strecken sind, desto weniger Zeit bekomme ich auch. Wo ist das Krankenhaus? Da. Das ist so ein Typ. Was will der von uns? Ich glaube, der followt uns. Oh, was? Krass, Stalker? Stalker, Alter, was? Der Toilet Raider. Servus, Toilet Raider, was geht ab, ey? Danke für den Follow. Krasses Hallöchen. So blöd die Durchfahrt hier. Die ist scheiße, Mann. Okay. Jetzt rechts rum. Und dann da hoch. Ich glaube, den mache ich als allererstes und bringe ihn zurück. Dann ist er schon mal safe. Sorry für die Verschütterungen. Patientenblut verschüttet. Brudi, ich schmeiß dich schon mal raus und hol mir die Zeit ab. Und jetzt den anderen da.
Komme ich da durch eigentlich? Müsste gehen, oder? Ja. Vorne ist er. Oh nein, die Cops. Ah, wanted. Ich könnte kotzen. Sekunden. Leute, ich bin Krankenwagenfahrer. Ihr dürft doch nicht böse auf mich sein. Sowas passiert halt. Shit happens, ey. Ah, Stern ist weg, Gott sei Dank. Geschafft, 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 geschafft. Hey, von wegen einfach. Drei Stück da drüben. Neuer Follower! Fuck, Junge. Aber drei auf einem Fleck, das ist gar nicht schlecht. Aber ob das dann so viel extra Zeit gibt, wahrscheinlich nicht. Was sagt er? Du Beifahrersitz, komm. Matter. Okay, die habe ich schon mal. Die habe ich relativ gut. Die standen jetzt echt günstig da. Hey, watch it. Grüße an den krassen Borstelhuber. Hey, was geht ab? Hey, Herr von Borsthofen. Baron von Borsthofen. Gringo, bist du fresh? Okay, nach Süden. What the? Shit. Kurz auf die Map gucken. Dadurch. Hier bekomme ich auch mal ein Lob, oder? Du Beifahrer, komm, hopp, hopp. Let's go. Offene Tür wie UPS, weißt du? Du hinten. Du auch hinten. Und Abgabe. Ich habe Abgabetermin. Also bis jetzt geht's. Bis jetzt ist es da tatsächlich machbar. Weil diese Flughafentangente, die ist sowas von Scheißendreck. Wobei ich hier, die, muss ich sagen, die Krankenhauseinfahrt nicht so mag. Die ist ziemlich scheiße. Und jetzt? Wie passieren die Tür selber zu machen? Das ist super geil, oder? Finde ich auch. Nur noch der da? Okay. Dann fahren wir auch hier durch. Vielen Dank für den Follow. Krass. Vielen Dank. Wie krass von dir. Dankeschön für den krassen Follow an Q.
Choose oder Choose. Danke und Ehre. Cops, aufgepasst. Nein. Was ist hier? Wie Vizemeister, ja? Vizekusen hier. Shit, bekomme ich jetzt Stern? Nein. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Was war das jetzt? Level 4, oder? Ist das Level 4 gewesen? Oder schon 5? Bin gleich ganz schwingelig. Jetzt kommt Level 5, okay. Als erstes rechts abbiegen, oder? Komm, wir biegen. Rechts ab und fahren ganz runter. Bruder. Weißt du die Serie? Ja, ganz genau, Miller. Aber ich glaube, wir haben den Joke jetzt alle gecheckt. So, ich fasse den Titel schon. Steig ein. So. Jetzt hier links. Unfreaking believable. Fick dich. Ey, ist Organspender-Saison wieder. Komm, steig ein. Komm. Kacke es hier nicht rum. Heulerei ist es hier. Was soll ich machen? Wie soll ich in der Hölle schmoren? Tja, das ist Wahnsinn. Oh oh. Shit, komm. Nächste Runde. Darum. Jetzt hier durch. Bloß nicht die Cops rammen. Und dann da hoch. Auf dem Boulevard. Wo ist er denn? Da. Hey Person, steig ein, komm. Nein. Du auch, komm, steig ein. Komm, die Cops sind hinter mir. Stern wieder weg, sehr gut. Marcel, Doug, Bill, was sagst du? Habe ich noch einen Stern oder was? Nein, Leute, kein Stern, bitte. Muss Patienten abliefern. Nicht verhaften, okay? Oh. Bitte, ey, bitte nicht. Das war jetzt richtig knapp, oder? Hoffentlich werde ich den Stern gleich los. Gut. Neue Follower, Freiburg, Hallöchen.
Dankeschön für den Follow. Oh, Junge, Junge, Junge. I give you an elbow to the head. I give you a Krankenwagen to the head. Okay, da oben stehen wieder zwei. Den gönne ich mir direkt. Hey, schon wieder neuer Follower. Hey, wo die alle herkommen, krass. Er ist drin, geil. Im Rollen ist er eingestiegen. Respekt, Mann. Nee, oder? Steig ein, Mann. Oh, krass, neuer Follower. Zu viele Süchtige am Boulevard, ja voll. Oh, krass, neuer Follower. Oh, krass, schon wieder neuer Follower. Was geht denn ab, ey? Fanfarian und Nick32168, Dankeschön auch an dich fürs Follow. Solide, solide, ich feiere euch. Danke, dass ihr uns gefunden habt. Hier wird jeden Abend schön scheiße gezockt, falls wir da sind. Erkan ist übrigens auch da, aber nicht heute. Erkan spielt zurzeit Rise of the Ronin. Auch ganz geil. Aber ich bin eher so der Retro-Typ. Ich spiele so retrige Games. Oh, jetzt muss ich da hoch. Yeah. Okay, we can do it. You can do it, put your back into it. So, hoch, 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 hoch. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, da links ist auch was. Nee. Oh, shit. Wie soll ich denn den kriegen? Da oben. Kein Scheiß, Mann. Oh nein, ey. Boah, wie fies ist das? Hey, was? Hey, was war denn das schon wieder? Hey, wenn ihr noch eine Abo macht, hey, dann flipp ich halt auf. Was, Abo? Oh. Junge, die krasse Nick hat direkt ein Abo gemacht. Ey, Nick, vielen Dank, Mann. Ey, Liebe geht raus. Dankeschön, Dankeschön. Ehre an dich, Mann. Steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Time is running and passing. Und jetzt kommt da unten kommt auch gleich einer. So geil, dass wir den seit gestern haben, den Alert, und heute passt er so gut. Ah, hätte ich gleich hier durch. Nein! Steig ein, komm, komm, komm. Jo, auf geht's. Direkt hier durch. Cutting. What's up, Essay? Herzlich willkommen, Ehre genommen. Krass geredet. Krass. Der krasse Stivler. Thanks, Stivler. Wie geht's der Mom? Danke, dass du dir geredet hast. Ey, check ein, bring Glück rein. Vielen Dank, danke für den Raid und herzlich willkommen, die Zuschauer vom Stivler. Hoch. Kurz die Map checken, dass ich hier keinen Scheiß fahre. Es ist ja wirklich, ich muss mich so konzentrieren. Mom schläft schon, okay. Jetzt wird's kriminell, jetzt wird's richtig fies. Ist echt challenging hier alles. Was willst du machen, weißt du? Checken hier. Da, auf der Insel. Oh, fuck. Den mache ich separat. Den mache ich getrennt. Das geht nicht sonst.
Oder meinst du, da kann ich rumschlenkern? Ich glaub's nicht, ey. Nein, nein! Boah! Ich dachte schon, ich hätte ihn überfahren. Komm, steig ein. Soll ich da rüberfahren? ...1,49, nee, ist nicht machbar, oder? Obwohl, der bringt vielleicht Punkte, hä? Der bringt vielleicht so Punkte, so Good Faith, weißt du? Komm, ich versuch's einfach. Und selbst wenn's knapp wird. Aber da gibt vielleicht Zeit, weißt du? Cops, ihr Arschlöcher. Nein, nicht jetzt einfach, oder? Nicht jetzt, so nicht. Nein, 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 nein. Wollt ihr mich verarschen? Aha. Warum habe ich denn die Sirene an? Hä? Warum glaubt ihr, dass ich Sirene anhabe? Im Wohngebiet, hey, die, weißt du, alle so mega entitled. Die glauben, die können hier rumfahren, wie sie Bock haben. Aber nein, so nicht. 1,20 habe ich noch. Later, later. Hey, wenn ich das schaffe, ey, wenn ich das schaffe, Alter. Und einen kleinen Applaus verdient. Aus der Bahn, Krankenwagen. Stefan fährt Krankenwagen. Ja, ich schaff's, Leute, ich schaff's. Ich schaff's! Kein Scheiß, Mann, ich schaff die Scheiße, ey. So. Checken. Map. Vier sind es jetzt. Dann fahre ich ganz runter und hol die drei. Hilft dir nichts. Kranker Wagen. Was ist denn hier los, ey? Laternenpfahl Bumerang? Und natürlich wieder die Cops. Immer da, wenn man sie nicht braucht. Eins. Dubai-Fahrertür. Zwei. Und du auch hinten rein, bitte. Es gehen nur drei rein, oder? Es gehen nicht vier rein. Gehen vier rein? Nee, Krankenwagen ist voll scheiße. War ein Versuch wert. Ich bin gut in der Zeit. Nur keinen Scheiß bauen jetzt. Excuse me, young man. Leute, weg da. Komm, 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 komm. Don't be that way. Das ist so. Das sind immer diese Leute, kennt ihr Leute, die im Sommer vor dem Krankenhaus hocken, in der Badehose mit Dialysegerät und rauchen? Kennt ihr solche Leute? Nicht Dialyse, wie heißen diese, wenn die so angehängt sind, weißt du? Aber das sind einfach immer die Geisten. Die hocken da, meist so mit so ledriger Dauercamper-Haut.
und rauchen sich halt voll die krassen Galois rein oder so, oder halt Ernte oder sowas. Und haben aber einen Tropf und einen Nasensauerstoff-Dings dran. Und hocken da in der Badehose mit nacktem Oberkörper. Vorm Krankenhaus auf dem Parkplatz. Das sind immer die geilsten, ey. Ja, genau. Oh, krass, geh mal weg da. Danke für den Follow an Kuckaboy. Grüße dich, Kuckaboy. Ich fahre jetzt hier erstmal so durch. Drei Stück. Einmal da ums Eck drumrum. Ah, toll. Oh, krass, neuer Follower. Cops, bitte. Das ist so. Oida. Bin ich falsch gefahren. Dann nehme ich die noch mit und dann fahren wir zurück. Das sind die Lederhautdamen und Frauen. Ja, schon, oder? Ah, genau, hier. Oh, shit. Hier ist der Stern. Aber halt auch erschütterig. Also es ist alles andere als einfach. Also ich muss sagen, in San Andreas war es einfacher. Jetzt sind die ganzen Leute weg, weil es regnet. Das ist ganz gut. Jetzt da links hoch. Dann fahre ich jetzt da links hoch. Da gibt bestimmt auch einen Zeitbonus, wenn er so weit weg ist. Geh mal weg. Ich hab. Hey, Julala! Check it out! Hier, was geht denn? Hey, check it out! Wir haben Abo reinbekommen! Was? Abo von wem? Von Crunchy K? Oida, long time no K. Hey, danke, Mann. Wie geht's dir, Crunchy? Ich hoffe, alles gut. Das ist ja super nice. Dankeschön, Crunchy K. 43 Sekunden. Was verarschen oder was, hey? Vielen Dank, Crunchy K. Mega. Stefan, krass unterwegs mit kranker Wagen, scharfen Schützen an Bord. Ist so. Ist so, Mila. Okay, ich kann noch zwei einsammeln. Das schaffe ich vielleicht sogar. Einmal komplett durch. Keine Kurven. Keine Kurve. Hab noch 2 Minuten. Komm, das mache ich doch. Einmal die Insel von oben bis unten abgefahren. Wie krass, oder? Einmal schwarz. Und zweimal schwarz. In Vice City. So, Alter. Junge! Alter, was sind denn so eine Aktion? Peoples. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Gleich hole ich Griselda ab, ja schon. Hey. Und ihre Söhne.
Ja, das war eine krasse Story, ey. Okay, Leute. Okay, die Mission, das war jetzt die Nummer, war das 6 oder 7? Das war 7, oder? Ist echt hardcore. Ist echt hardcore. Die sind in Mannheim. Und das ist eine True Story. Ja, stimmt. Level 9, Alter. Das ist schon Level 9, was jetzt kommt. Also. Links hoch. Den Schlenker machen. Okay, das ist der erste, den ich mir hole. Als nächstes... Darum. Und dann den Kollegen hier. Gotcha. Daddy needs change for a dollar. Daddy needs change for a dollar. Hallo Heilige. Ja, ich bin da heute der Heilige. Ja, krass. On a mission from God, Digga. Ja. Krass unterwegs als die Blues Brothers in Chicago. Ich fahre die Leute ins Krankenhaus und ich fahre sie aber auch krankenhausreif. Alles in einem. In einem Aufwisch. Wie geht's dir, Heilige? Haube ist weg. Ja, ist auch zu warm, mit Haube rumzulaufen. So. Ich vermute wieder nach Süden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch. Ach, krass. Oh nein! Ganz kurz strategisch anschauen. Hol ich jetzt die drei da links. Eins, schlüpf rein. Zwei. Ihr hättet euch ja verabreden können und da gemeinsam dastehen, oder? Entschuldigung, aber sorry. Was soll das? Nein, okay, da geht's nicht durch. Oida, ey. Aber mit Erschütterung und so habe ich jetzt noch nicht so richtig gecheckt, was das jetzt für Schaden anrichtet. Wenn ich irgendwo dagegen fahre. Wahrscheinlich gibt es einfach weniger Zeit, oder? Das ist ungefähr das Geilste. geiler Scheiß, Mann. Ich lieb's einfach. Ihr habt euren Spaß, oder? Bei uns im Stream. Steig ein, Mann. Komm, hopp, hopp, hopp.
Wenn jetzt irgendwas passiert, was mir den Stream abfuckt. Ich werde so sauer, ey. Wenn ich jetzt wieder verhaftet werde oder ins Wasser fahre oder so. So, 12. Jetzt hier am besten rechts durchcutten, oder? Das geht. Ja, mach mal. Nicht schön, aber... Aber geht. So, wir sind voll und wir fahren weiter. Ich fahre immer, wenn ich voll bin. So. Kurz mal die Sirene aus. Sei froh, Taucher musst du nicht retten. Ja, stimmt. Stimmt, da hast du recht. Da hoch. Was ist das für ein Schlenker? Da ganz hoch einmal. Oh, ganz, ganz hoch. Ja, lecco mio, was? Wie, was? Nein, Alter. Da oben. Hey, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich halt durch, das sage ich euch. Wenn ich das geschafft habe. Oh! Agua! Pericoloso! Ach ja, dann habe ich auch noch. Eines Tages muss ich auch alle Stunts machen. Nee, oder? Nee, Jungs, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Es ist nur ein Stern. Nein! Haut ab! Ich will das nicht! Stern ist weg, Gott sei Dank. Warte, wo ist Krankenhaus? Shit. Scheiße. Oh! Du siehst den Krankenwagen schon brennen. Ja, das ist das Letzte, was ich brauche. Dass die Karre Feuer fängt. Aber ich glaube, der heilt sich immer wieder so ein bisschen, oder? Kann das sein? Nearly met my maker. Nearly met my maker, ja. Jetzt darum. Und dann haben wir es aber bald, oder? Es ist schon heftig, aber es ist machbar. Auf der Straße stehen die, ey. Braucht keiner, oder? Braucht keiner. Dass die sich dann überfahren lassen, auch noch von mir. Weil sie zu blöd sind, um einzusteigen.
Welches Level bin ich? Wieder umgefahren hier. Du bist es wieder da. Wie war? Hast du gut gebügelt? Ich habe hier auch. Ich habe Patienten gebügelt. Patienten umgebügelt von Feinsten, Alter. Vom Feinsten. Man, I just stole this whip. Steig ein. Du hast alles gesehen, bist schon länger wieder da. Ah, krass, so da voll die Erde, hey. Steig ein. Bin ich eingestiegen. Das war jetzt ein bisschen zu sportlich für den. So, dich kann ich nicht mitnehmen, also bitte lass dich nicht totfahren. Ja, ja, ich wollte ihn ja gar nicht mitnehmen. Mault mich das Spiel da an, oder? Ja, der Gegner ist voll. Weiß ich doch. Hey, ihr seid mir reingefahren. Die sind mir reingefahren. Ich hatte sogar auch noch Vorfahrt. Schon, oder? Oh, krass. Neuer Habt ihr auch gesehen, oder? Leute, 190 Zeugen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken. Leute, nur noch einer. Nur noch einer. Und wer ist es? Traurige Sprüche. Danke für dein Follow. Traurige Sprüche. Hope my insurance covers this. Das ist Level 10 gewesen. Wie viele Level sind es? 12, oder? Hello? Hello? Hey, lass es bitte nur 10 Level sein. 12 wäre dann richtig. Ich meine, das wäre dann nochmal 24 Fahrten oder so. Stolz. Ja, Mama Blue Eyes. Gerettet, Ballon 5000. Jetzt kommt Level 11. Die Schweine. Die Schweine, die machen einfach weiter. Die machen einfach. Wie viel Level denn noch? Wo muss denn der jetzt hin? Wo muss ich? Da runter? Alter, echt. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Lassen Sie mich durch, ich werde Arzt. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Warte. Bloß nicht abbrechen oder was. Louis wartet schon auf die Trophäe. Hoffentlich nicht die Mist-Trophäe. Das wäre scheiße, Mann. Zwei. Drei. So, jetzt im Vollspurt hoch. Figur!
Immer wieder Leute killen. Ja, praktisch ohne Türen. Ich weiß schon, aber ich krieg die Türen nicht weg, weißt du? Also Beifahrertür ist... Nein! Ich habe auf Dreieck gedrückt. Ich habe auf Dreieck gedrückt. Ich habe aus Versehen auf Dreieck gedrückt. Warum habe ich auf Dreieck gedrückt? Das glaube ich jetzt nicht, ey. Warum habe ich auf... Das gibt's. Ich fange wieder mit Alkohol an. Das gibt's doch nicht. Wie konnte das passieren? Ja, Blue Eyes. Blue Eyes, Alter. Bro, wenn ich dich erwische, ey. Das ganze Leben einfach weggeworfen, ey. Wow. Was macht man jetzt? Direkt geklippt, Android. Boah, krass. Was macht man jetzt? Follower. Anna Zink, danke für dein Follow. Anna Zink. Hello again. Also machen wir nochmal, oder? Machen wir nochmal. Man kann nicht alle retten. Recht, Post. Ich sag meine Mama auch immer. Frustabbau bei Rampage. Ne, jetzt die. Erstmal die Dreieckstaste auslöten. Ganz genau, Mann. Also, wir starten. Nochmal Krankenwagen. Wir lassen uns doch in dem Game nicht verarschen, oder? Wollen wir uns entmutigen lassen? Sind wir solche Leute? Nein, sind wir nicht. Wir haben absolut den Willen zum Success. Wir sind Erkan und Stefan. Weißt du, verstehst du? Wir sind Superchecker. Wir kommen heute nicht ins Bett. Doch, doch, doch. Das machen wir jetzt zicke, zacke. Rucki, zucki ist es fertig hier. Komm, steig ein. Ich fahre dich ins Krankenhaus. Da schauen die ganzen Kranken raus. Kommen wir hier durch eigentlich? Nee. kann man hier durch? Eigentlich? Ja, hey, voll easy. Auto brennt. Halt, Stopp, Retour. Wo bleibt mein Fallschirm nur? Halt, Stopp, Moment. Maschine brennt. Also den ersten habe ich abgeliefert. So, Level 2. Zwei Patienten abholen. Einmal Erkan, einmal Stefan. Packe meine Koffer. Einmal ganz runter, okay. Boah, so ein geiler Raid, Alter. Krass, oder? Was geht denn? Wir raiden. FM Talentschmied. Dankeschön. Dankeschön für den krassen Raid. Hallöchen. Was geht denn? Was geht denn? Ey? Vielen Dank und herzlich willkommen an den FM Talentschmied. Ich hau mal direkt ein Follow rein. Ey. Danke, danke, danke. Was habt ihr Schönes gespielt? Hoffentlich was, was nicht so hart frustrierend ist wie die Scheiße hier. Ich soll Leute retten und ich töte viel mehr, als ich rette. Oh, krass. Das ist ein Ding von mir, weißt du. Da durch eigentlich? Ja, hier ist doch Parkhaus. Genau, da geht's durch. Scheißen. Kann ich hier durch eigentlich? Ist es eine Abkürzung? Ja, geht auch. Hey, krass, oder?
Danke für den Follow, FM Talentschmied. Fettes Merci, FM hat gefolgt. FMD. Danke, FMD. FMD. That's our Harry Potter guy. Okay, hier, warte. So, jetzt sind es drei, oder? Jetzt muss ich drei holen. Einmal ganz unten an die lange Route. Oh, ficken, ey. Entschuldigung. Phew. Einmal ganz runter und dann an der Coastal Road hoch, oder? Hier steig du Beifahrertür, ja? Let's go! Auf geht's, auf geht's! Alle weg! Verpisst euch! Der FM-Talentschmied hat uns geradet. Ich muss vorbei. Nein! Steig ein, du Depp! Steig ein, steig ein, steig ein! Alter! Ich schlag dich tot. Okay, gut. So. Hopp, 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 hopp! Wir müssen Zeit... Wir brauchen ein dickes Zeitpolster. Du... hinten einsteigen. Aus der Bahn. Stefan ist dran. Ihr Freaks, ey. Ihr Freaks, ey. Geht mal weg. Geh mal weg. Ist es tatsächlich im Dings oder wie? Hat der Chucks auf dem Discord gelegt, nee, oder? Jetzt da runter, die beiden da. Okay. Ist das Blödel, das mit beiden? Mit drin? Wie geil, Mini Coupé. Als Anrufklingelton. Alter, wie geil ist das denn? Da sagt noch einer, wir sind nicht bekloppt hier. You destroyed my baby. Your car is your baby? No, my baby is my baby. Krass, neuer Follower. Boah, Digga, vor mir saß heute einer im Zug. Das war einfach so krass. Der hat so auf Russisch gefacetimed die ganze Zeit. Aber der hatte so eine ganz eine weiche, ganz, ganz tiefe 200 Kilo Russenstimme. Steig ein, Mann! Und der hatte so Hände wie Fußbälle. So voll krass einfach. Weißt du, die Giant Hands einfach. Und damit hat er sein Handy gehalten. Und sein Daumen war halt größer als die Person auf seinem Display. Das war so krass, Alter. Und hat einfach ewig gefacetimed im Zug. Und halt voll laut auch. Nein! Okay, hier nicht. Da drüben geht's durch. Aber die geilsten sind immer die Afrikaner, wenn die facetimen. Die reden so laut, als müssten sie halt bis nach Afrika rufen. Das ist so lustig. Warum? Die haben so ein lautes Organ auch. Wenn im Zug die Leute facetimen. Ich meine, warum haben die Menschen keine Kopfhörer auch, oder? Einfach jeder muss das Gespräch hören. Schlimm, wenn die nur telefonieren, dann höre ich nur die eine Hälfte, aber so höre ich halt beide Hälften im Gespräch. Steig aus. Wie der Steroidboxer. Ja, wie der Möller aus unserem Film, weißt du, der mit dem, hey, warum hast du Haare am Arsch und so. Genau wie der.
Oder meintest du den sogar? Der saß vor mir und der hatte so eine geile Trainingsjacke an, wo an der Seite überall Boss drauf stand. So. Einmal so wie so ein Streifen, stand überall Boss, 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 Boss. Ich habe das Gefühl, der Typ war der Boss. Alles einsteigen! Ich bring dich ins Krankenhaus. Bei mir bist du sicher. Der war bestimmt Chef. Ja, schon. Ja, also wenn sich auch einer überhaupt nichts scheißt, weißt du? Dann weißt du, er ist Chef. Und neben mir saß so ein Typ. Kennst du Leute, die 1,90 groß sind? Die sind 1,90 groß. Und müssen halt so sitzen, sie müssen so breit sitzen, ja. Und nicht nur, dass sie breit sitzen müssen, der hat dann auch noch die Süddeutsche Zeitung ausgepackt. Und hat dann einfach den ganzen Raum, hat sich einfach so... Oh krass, neuer also, Follower! Man kann nicht schmal Zeitung lesen, das geht halt einfach nicht. Das war so maximale Hurensohnigkeit. Ey, mach den Anzug nach mit Chef, Chef, Chef. Geiler Vorschlag. Geradeaus durch links. Mischka, danke für dein Follow. Warum steht er mitten in der Massenkarambolage? Das Karambolageloch. So, warte. Ja, voll eine Aufbildung gemacht. Ich meine, der war jünger als ich. Wieso muss der Zeitung lesen? Oder? Da kann sie doch ein Tablet holen. Das check ich einfach nicht. Zeitung lesen ist so fucking oldschool. Das ist auch so einfach so ein Zeichen von Arroganz, weißt? Ich nehme mir jetzt den Raum. Ich muss mich informieren. Digga, das, was du da liest, ist morgen schon nicht mehr aktuell. Cool, herzlich willkommen! Oder? Genommen. Krass geratet. Wer hat geratet? Kalle für alle! Kaye Ocho, grüße dich, danke für den Raid, fetten Dank. Miss Beck, danke Mann, check einfach den Glücker rein. Unseren Follow hast du schon. Vielen Dank, was gab's bei dir schönes, Kalle? Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt. Er ist drin, er ist drin, er ist drin. Er ist drin! So. Ja, wenn die hinten reingehen, dann... Es geht manchmal ziemlich schnell, aber manchmal auch mega langsam. Man ist ja nicht sicher, ob er drin ist oder nicht. So. Go, 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 go. Level 6. Level 6. Level 6. Level 6. Wir haben Mechabellum gespielt. Ein Strategiespiel und davor ein paar Runden Helldivers. Ach, geil. Ist Helldivers geil? Ja, dieses Zweisitzabteil habe ich gesehen. Alter. Dieses Zweisitzabteil habe ich gesehen. Ich habe mich schlapp gelacht. Donny Sullivan hat es ja richtig kommentiert. Stell dir vor, du sitzt da und guckst einfach 2 Stunden lang einen Fremden ins Gesicht die ganze Zeit. Kannst nicht links und nicht rechts schauen.
so lustig hier. Warum soll man dieses Zweisitzerabteil buchen? Ich gebe mir einen Grund. Okay, wenn du zu zweit unterwegs bist, ja. Hier rein? Ja. Check. Nein! Wieso komme ich hier nicht durch? Ihr Ficker! Wer hat diese Stadt gebaut? Wer hat diese Stadt gebaut? Ihr Schweine! Nein. Nee. Da ist einfach zu. Und trotzdem gehen die Türen nicht weg. Schnell zurück. Schnell zurück. Jetzt wird's knapp. Das war jetzt mega unnötig. Der neue Love Seat im ICE, ja. Geiler Vorschlag. Schmeiß euch schon mal raus, ich brauche die Zeit. Danke, Chausen. So, jetzt. Ganz hoch. Wer hat diese Stadt gebaut? Wo ist die Person? Da. Steig ein. Du Beifahrer. Hopp, 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 hopp. Let's go. Auf. Da geht's doch durch, oder? Suboptimal, aber geht. Er ist drin. War ein bisschen schwierig, aber er ist drin. So, und jetzt du. Jetzt sind wir aber voll. Nein! Bruder, steig ein. Komm. Weg da. Und dann wieder die ganze Strecke wieder hoch. Weil ich den einen nicht mehr reingekriegt habe. So hart. Yalla. Den letzten da oben. Wo ist der? Da ganz oben. Olum. Okay, einmal da durch. Und dann links hoch. Hey, was ihr immer klippen müsst. Oh, the third X muss Haya Bubu machen. Schlaf gut. So, gleich habe ich ihn, den Bruder. Sehr geil. Ich finde es geil, wenn die hinten so rein. So.
Die Cops jetzt. Danke, Mann. Na, na, komm. Stern weg, Stern weg, Stern weg. Flutschen. Ich hab... Was? Nein. Ich wollte nur sagen, wie sportlich ich den hinten reingenommen habe. Das ging einfach richtig... Butter. Jetzt ekelhaft. So. Ah. Okay, welches Level ist es eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wahrscheinlich 7, oder? Schau, die sind so geil. Die sind so geil. Wieder einfach selber einsteigen, das ist so cool. Also einfach fucking lustig, ey. Zwei auf Starfish, oh scheiße, echt. Dann hol ich die jetzt als nächstes, die zwei Starfischer, oder? Starfish nicht vergessen. Das ist so dumm, dass man die Vision verliert hier. Starfish and Coffee. Maple Syrup and Jam. Oder? Achtung, Achtung! Wir haben einen neuen Follower! Halten Sie Hände an Lenkrad und Gator. Der Gator ist da. Ey. Gator kümmert sich. Du Beifahrer. Komm. Einfach Krankenwagen, Mann, der Lüste, Stefan. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ich fahre den kranken Wagen. Hilft nichts, ich muss nach Hause. Den anderen Schlenker, es sind nur noch zwei. Muss ich nachher machen. 4 Dank für den Follow. Vielen Dank, wie krass von dir. Dankeschön. Der krasse Follow-Alarm. Hä, bin ich vorbeigefahren? Ne, da ist es. Das ist so link, dass es nicht eingezeichnet ist, wenn man früher zurück möchte. So, und jetzt wieder da hoch. Brohan. Nein, jetzt nicht so ein Scheiß. Nicht sowas jetzt. Alter. Auf der Straße steht er rum. Bruder Leichtfuß, ey. Ich fahr stille mich, Idiot.
dann macht er diesen. Ich brauche ein bisschen Zeitpolster. Nein, nein, nein. Komm. Ah, ah. Also. Das war jetzt wahrscheinlich Level 7, oder? Oder wie weit sind wir jetzt schon? Jetzt kommt Level 8. Siehst du? Gut aufgepasst. Level 8. Noch 5 Level. Wieder echt, das ist so mies, ey. Warum habe ich vorher auf Dreieck gedrückt? Einfach so, ich bin so ein Depp, oder? Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Manchmal ist man so verbrained irgendwie, dass man so dumme Leichtsinnsfehler macht. Wenn man die Tür hört, kann man meistens schon losfahren. Das ging mal. Haben die jetzt geändert irgendwie? Okay. Okay. Einer wieder auf Starfish und einer da. Und wo fahre ich jetzt hin? Nach Süden. Den holen. Da hilft ja nichts. Okay. Einer ist schon drin. Aber so doof, dass man nur zwei hinten reinnehmen kann, oder? Es wäre schon cool, wenn man drei auf einmal hinten reinnehmen könnte. Oder generell, ich meine, der Wagen ist doch nicht so klein. Okay, es sind zwei hinten und jetzt noch ein vorne. Komm, okay. Rein mit dir. Zurück ins Krankenhaus. Oh, bloß nicht das Auto zerstören. Zehn Stapeln wäre auch... Ja. Die machen das echt mit Absicht. Aber es hat halt jeder gemacht. Motor sendet raus, Rauchzeichen. Scheiße, Mann. Das muss ich echt aufpassen, oder? Der heilt aber wieder. Ich glaube, das Auto heilt. Meint er nicht?
ist immer noch Level 8, oder? Boah, war alles knapp. Ich dachte, ich habe ihn tot gefahren. Das wäre mies. Wie kommst du wieder auf Vice City? Weil ich habe... Oh, voller Stau hier. Ich habe Dings 4 gespielt und haben alle gesagt, hast du schon mal San Andreas gespielt? Und ich so, nee, lass San Andreas spielen. Und dann habe ich San Andreas gespielt und haben die gesagt, wie, hast du Vice City nicht gespielt? Und ich so, nee, dann lass Vice City spielen. Und jetzt habe ich Vice City gespielt. Ist krass, oder? 2-3 Crash und Exitus? Nein. Alles ist gut. Muss halt aufpassen jetzt. Sag das nicht, mach mir nicht so Angst. Du Depp! Biker's Fault. Level 9. Digga! What the fuck? Steig ein! Was es immer Zeit kostet, wenn die zu blöd sind zum Einsteigen, ey. Bist du drin? Ja, Gott sei Dank, ey. Stell dir vor, ich überfahre den jetzt. Was sagst du? Hey Leute, ich war schon bei Level 11. Ich war schon Level 11. Ich kann es gar nicht fassen. Yes, I know. What's the deal? Repariert sich das Auto nicht bei jedem Level ein wenig? Ich glaube schon, Don Zapdos. Also vom Gefühl her habe ich das Gefühl, dass das Auto immer wieder so ein kleines bisschen heiler wird. Nicht wirklich heiler, aber... Dich kann ich nicht mitnehmen, ich bin voll. Ich komme wieder. Keine Frage. Heute ist nicht aller Tage. So. Da wird das Dreieck vom Controller verrückt. Ey, pass bloß auf, hey. Tu es nicht irgendwie heraufbeschwören, dass ich nochmal auf Dreieck drücke, ey. Wie dumm war das? Warum? Warum macht man sowas? Direkt rauslöten, ja. Ich wollte auf Map gucken. Man ist da so verbrained. Okay, da oben ist keiner. Es sind nur noch 3 Stück. Na gut. Hilft nichts. Einmal ganz runter, an der Küste hoch. Und dann den Larry da oben abholen.
Das war Neuperlacher U-Bahnhof, ja, direkt durch, oder? Ernsthaft, Bruder? Zwei. Und jetzt noch einmal ganz hoch. Ah, die Zeit ist da, die Zeit ist da. Das ist machbar. Fuck. Jetzt bloß keinen Scheiß bauen. Zurück in die Hood. Kein Rauch mehr, ja Mann. All good in the hood. Run away from this bitch. If I could. Come, come on. Incoming fire. Incoming fire. Oh, was ist jetzt? Level 10. Level 10, Alter. Wo geht's los? Wo geht's los? Einer auf Starfish. Nur nicht zu übermütig werden. Zeit bekomme ich. Vielen Dank 46, für den Follow. Vielen Dank. Wie krass von dir. Direkt zurück im Spital, oder? Danke, Bacheruni, ey. Was für ein geiler Name, Bacheruni. Ja, freue ich mich auch. Do people ever learn how to like drive like hello? Later. Abliefern. Komm, wenn einer hier liefert. Ich bin hier Jan-Josef Liefers, Digga, hey. Steig aus. So, okay. Und jetzt, bloß nicht Dreieck drücken. Nein, warte. Okay. Ganz rechts runter. Boah, Wundersalon. Die fahren alles, gäbe es im Krankenhaus gutes Essen. Eins. Oh, Motor raucht. Zwei. Drei. Du musst dann noch ein bisschen stehen bleiben. Kollege. Nein, fuck. Oh! Gib Schubrakete, ja schon, ey. Schon.
Baccheroni, hey. So, und jetzt als nächstes die nächsten drei, oder? Ja. Ja, hilft dir nichts. Entschuldigung. Ja, wir brauchen Patienten. Das Krankenhaus muss Kohle machen. Hier bin ich. Alter, hier steht er einfach im Bikini auf der Kreuzung. Zwei. Drei. Oh, Cops, nein. Fuck you, ey. Raucht er noch? Ein Chaos ist das hier, oder? Raus. Blick auf die Map. Einmal ganz hoch und wieder zurück. Drück mir die Daumen, ey. Drück mir die Daumen, Leute. Eins, rein mit dir. Oh krass, neuer Follower. Neuer Follower, Retro Floppy, hey, geil. Geiler Name, Mann. Hallöchen, danke für dein Follow. Zwei. Der letzte müsste jetzt eigentlich easy peasy gehen. Und dann kommt Level 11, oder? Jetzt jumpen. Hey, lass uns mal einen Stunt probieren. Cops gehen nicht auf die Seite. Das haben die nicht nötig. Aber er smoked nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut, oder? Jetzt kommt Level 11. Oh, nur noch zwei Level, Leute. Nur noch zwei Level. Let's not build up any shit. Er raucht schon. Zwei. Wieder aufgehört zu rauchen. Rauchen ist ungesund.
liebes Auto. Was geht denn ab mit Baccheroni? Der hat gerade das volle krasse Retro-Flashback-Feeling, oder was? Freut mich, freut dich. Wir haben hier einen geilen, sehr, sehr geilen, entspannten Chat. Aber ich war noch nie so krass konzentriert auf die Scheiße wie gerade, ey. Gerettet hat. Okay. Auf die Insel. Ja, komm, mach ich jetzt erstmal Insel. Hilft ja nix. Erstmal auf die Insel. Starfish. Danke fürs Ausweichen. Muss ja, ja, geht auch um Abschluss, ne? Muss man auch mal. Muss man mal dürfen, oder? Und dann gibt es immer so Hundesalon wie den da, oder? Noch 3 Minuten, dann kann ich aber noch eine 2-Runde fahren. Da hole ich mir die beiden da oben, oder? Die hole ich mir jetzt einfach. Ganz frech. Nein! Oh, Junge! Alter! Oi da. Qualmt ordentlich, ne? Jetzt noch Police crashen und wanted sein. Das brauche ich jetzt gerade noch. Liebes Auto, bitte heile dich. Brutalster Fokus, ja schon, oder? Hey. Schon, Mann. Ja, was soll ich machen, hey? Das Leben, das ist Leben jetzt. Ja, ich bin Krankenwagenfahrer, hey. Aber es ist schon geil. Es, ja. Sorry für das, für den Tatütata, also nicht den aus dem Chat, sondern den von meinem Wagen. Der aus dem Chat ist der geilere. Einmal ganz runter. Gibt's den Stream vielleicht später im VOD? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der bleibt im VOD. Und wir exportieren ja auch auf unseren YouTube-Kanal Retrofloppy. Aber halt noch nicht heute. Dauert vielleicht eine Woche oder so. Das ist der Fahrer krank, ja schon, hey. Come on, I'm late for tennis, Digga. Schnauzen. Boah. Nein! Boah, Junge! Nein! Nein, 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 nein! Ja, Leute, das war's! Trophy! Okay, Leute, das war's für heute. Ich
Alter, Alter. Nee, nicht nochmal. Ich muss ins Bett. Ich muss morgen um 7.30 Uhr raus. Wir drehen morgen für Kabel 1, der Erkan und ich. Und ich habe jetzt eh schon ganz schön lang geballert. Es hat mega Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt... Ich muss jetzt einfach aufhören. Es war so geil. What the fuck, ich weiß. Ich kündige, ich kann das nicht nochmal sagen. Leute, dafür machen wir es doch, oder? Dafür, dass halt kranke Scheiße ist. Ja, also schaut ihr den VOD an, ja? Das, ja. Spoiler, ich hab's nicht geschafft. Nein! No! Ich schmelze. Also. Herzlich willkommen. Danke euch, danke euch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, liebe Blue Eyes. Danke, lieber Chrysler Funk. Danke, lieber Chuck. Danke, lieber Day Day. Lieber GTC Sven.